Gegenstände kaufen, verkaufen und lagern. Jetzt gucken wir erstmal in unser Inventar. Und da haben wir auf jeden Fall jetzt much more space. Und Waffen haben wir auch im Repertoire. Und jetzt würde ich gerne mal diesen Ripper nehmen, weil von dem habt ihr erzählt und gesagt, das ist eine Knarre. Ist ein bisschen schade, jetzt einfach so die Muni zu verballern, ne, irgendwie. Verballern scheint es nicht mal zu werden. Wo war dieses Vieh? Jetzt ist das Licht wieder angegangen. Was zum Teufel war das? Oh mein Gott. Hier scheint auch einer ausgebrochen zu sein. Da auch. Hier treiben sich auf jeden Fall ein paar Unholde rum, einfach von diesen Bestien. Diese Türe können wir nicht aushebeln mit Telekinese. Was ist denn das? Ein aktiver Speicherpunkt? Steht wahrscheinlich nur... Interessant. Diese Teile können wir wegfahren mit Telekinese. Und hier ist ein Lüftungsschacht. Und die Speicherstation wird auch freigelegt. Aber erstmal gehen wir hier zur Bench. Und investieren ein paar Energieknoten. Ne? Wir haben ja noch 4 am Start. Jetzt habe ich den Ripper natürlich noch nicht ausprobiert. Deswegen werde ich da noch nicht rein investieren. Seid mir nicht böse. Ich hebe auch noch ein paar auf. Aber ich werde auf jeden Fall... Also Plasma-Cutter ist immer gut. Was können wir denn hier bei der Rig noch klar machen? Trefferpunkte. Ah ja, da müssen wir wieder so einen angrenzenden Energieknoten... Ich meine, Trefferpunkte ist nie verkehrt, ne? Ich meine, die brauchen wir immer. Deswegen mache ich jetzt mal, investiere ich direkt mal 2. Und unsere Lebenskraft erhöht sich auf 150 Trefferpunkte satt. Luft hat er ja gemeint, das kann man recht gut vernachlässigen. Ja, da wird der Schaden beim Aufspießen mit Chinese erhöht, wenn man hier einen Schaden investiert. Ich bin jetzt allerdings nicht so der Chinese-Typ, also der Chinese. Bin eher ein Deutscher. Deswegen lasse ich das mal weg. Oh, war der schlecht. Nee, aber ich nutze Chinese halt recht wenig. Wahrscheinlich wird das eh in irgendeiner Mission noch kommen, wo dann irgendwie meine Waffen abhanden kommen oder sowas und ich dann auf einmal mit Chinese darum brettern muss. Und dann voll den Scheiß Schaden noch mache, weil ich das nicht geskillt habe. Könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie sowas passiert, aber was will man machen? So ist das eben. Ich will es jetzt nicht... Hier, Stase haben wir schon mal in die Dauer investiert. Was haben wir denn hier noch beim Plasma-Cutter? Den wählen wir mal aus. Da könnten wir ja theoretisch in die Nachlade, ins Nachladetempo investieren. Ins Tempo ist wahrscheinlich Schüsse hintereinander, die abgefeuert werden. Schwere Frage. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil das Nachladen beim Plasma-Cutter dauert schon eine ganze Ecke. Und 0,25 Sekunden schneller. Wie lange dauert das denn? Ungefähr 2 Sekunden? Dann ist das ja schon mal eine Ecke. Oder überhaupt 2 Sekunden? Oh Mann, der gute Energieknoten. Komm, wir investieren ihn. Dann können wir nachher theoretisch auch ohne Umwege in Tempo investieren, falls wir das denn wollen. Könnt ihr mal reinschreiben, was eurer Meinung nach so die besten Skillwege sind für den Plasma-Cutter. Den Ripper habe ich jetzt, wie gesagt, noch nicht... genutzt, weil da wollte ich erstmal warten. Und jetzt speichern wir mal eben kurz. Ja, komm, es gibt noch einen Speicherpunkt, einen frischen für Kapitel 5. Falls wir da überhaupt noch sind, aber ich glaube mal ja. So, was haben wir denn hier? Den haben wir ja freigelegt gerade eben. Chinese diese Dinger da weggeschoben und... Ach du Scheiße. Jetzt sag mir nicht, dass uns hier ein Vieh entgegenkommt, weil hier können wir nicht schlagen. Hier können wir uns nicht wehren. Wahrscheinlich gibt's dann, muss man wieder dauerhaft E drücken, damit man hier irgendwas von sich abhalten kann. Und das ist ja gar nicht so mein Metier. So, ich habe mich ja letztens schon wund geäht. Oh! Scheiße! Was passiert? Wo bin ich hier? Schon wieder Statuen. Unitology, diese komische Sekte.
glauben an den Marker und wissen gar nicht, was es damit auf sich hat. Kann man hier auch was nehmen? Ripper-Klingen sind das. Ach so, interessant. Und 10.000 Credits liegen da einfach mal rum. Das ist ja echt eine Überraschung. Eine nette Überraschung. Genau wie dieser Raum. Eine nicht ganz so nette Überraschung. Ich frage mich, wie wir hier gerade wieder rauskommen. Dann drücken wir doch mal B für die Aufgabe. Und da vorne ist ja eine Türe. Ich alter Blindfisch. Ich alte Blindschleiche. Dabei trage ich nicht mal eine Brille. Naja. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh, haben wir dafür Muni verfeuert? Ja, ich habe was für die Leertaste gedrückt, weil dann stampft der hier nicht, sondern lässt er die Sekundärattacke des Rippers los. Das konnten wir jetzt nicht mal groß begutachten, was da passiert. Plasma-Energie, Ripper-Klingen nehmen wir auch noch mit. Sonst haben wir hier, glaube ich, alles im Sack. Ah, da haben wir doch was vergessen. Schema Strahlenmunition. Das können wir jetzt im Shop downloaden. Da wird die mal eben so dahin gesendet. Oder wie auch immer. Dass die da in diesen Shops eigentlich alles auf Vorrat haben müssen, ne? Also wenn die da so diese ewig viele Rüstung haben. Oder wenn die dann gerade hinten im Shop alle noch schnell zusammengesägt, wenn da so ein Schema abgeloadet wird und die dann sehen, ah, so funktioniert das, sieht der Computer dann und dann bastelt der uns schnell so ein Teil zusammen oder wie läuft das? Oder sind die vor Jahrzehnten eingeliefert worden, diese Dinger? Und es hat einfach nie wer eine Rüstung gekauft. Oder haben die da hinten einen riesen Lagerraum, der 80 mal größer als der Shop ist? Könnte natürlich alles sein, wer weiß das schon. Autsch! Also, der Ripper gefällt mir gerade gar nicht. Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen mit dem verkackt. Was sind das denn für komische Viecher gewesen? Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht kennengelernt, oder? Ich habe sie schnell eliminiert, damit gar nichts erst passieren kann. Also, die sehen ja auch kurios aus. Oh! Alter! Schreck mich nie wieder! So! Oh, ich höre nur so ein Patsche, 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 Patsche und auf einmal steht der Typ da vor mir. Ich dachte gar nicht. Erstmal nachladen, nicht, dass da noch einer kommt. So als kleine Überraschung. Könnt nochmal. Ja, brauchen wir eigentlich nicht, nee. Stase haben wir noch. Zwar nur halb gefüllt. Was hier noch im Regal? Vielleicht finden wir hier noch was, was Leckeres. Kann man leider nicht aufheben, sodass vielleicht dahinter noch was liegen könnte. Leider nein. Hier haben wir noch so einen schönen. Den Ramba, den in dem. Ja, du Arsch, du hast es verdient. Hier war noch eine Türe, aber da kommen wir ja wohl her, glaube ich. Genau. So, jetzt nochmal nachladen eben. Ach so, wir sind voll. Wie viel Plasma haben wir noch? Geht ja noch. Hier lade ich mal mit dem Plasma-Cutter rum, weil der Ripper, den muss ich nochmal trainieren, den muss ich nochmal irgendwie ausprobieren. Wie das ganz genau funktioniert, aber bei diesen Viechern war es jetzt scheinbar nicht so cool. Scheint wohl eher ein bisschen auf Nahkampf zu gehen, das Ding. Mal umdrehen. Das Ding, damit wir die Beine besser absemmeln können. Oha! Also, die Kirche wird auf jeden Fall immer schöner. Wow! Scheiße! Ich wusste es. Ich wusste, dass er kommt. Wie auf diesen ekelhaften... Nein! Ich kann leider keine Stase machen. Oh.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ekelhafte Bestie. Und jetzt auch noch Kinder. Erstmal den Rücken frei haben. Komm schon. Piss, kleiner Pisser, du Scheißvieh. Boah, Leute, das ist gerade echt nicht für mich. Jetzt müsste ich mal diese Ripper King wahrscheinlich anwenden, aber die scheint ja hier auch nicht verkehrt zu sein. Die hätten wir lieber mal direkt angewandt. Oh. Erst dieses eine Vieh, dann die Kinder, ey, also... Mein Herz pocht auf 180 gerade. Oh fuck! Du Penner! War der das, der da nur so nachgegrunzt hat? Ich könnte auf jeden Fall Munition gebrauchen. Und ein Medipack, immer gut. Ich glaube, das Kleine können wir uns jetzt mal einwerfen. So, mal zur Sicherheit. Man weiß es ja leider nicht, was da noch passieren könnte. Gehen wir hier unten lang. Nicht, dass da irgendwo noch was auflagert. Oder müssen wir einfach ein paar Kinder zersmatchen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier alles rausgeholt haben aus denen. Rausgepresst. Nee, da haben wir noch Credits. Und hier noch im Arm. Und ich frage mich, was ist mit diesem einen krassen Vieh, was da jetzt wieder zurückgelaufen ist? Ich meine, das sah auf jeden Fall richtig übel aus. Da ist nur so eine Stange. Das muss ich nicht unbedingt wieder treffen, aber ich habe das ungute Gefühl, dass wir es auf jeden Fall nochmal wieder treffen werden. Und es fragt sich nur wann. Noch ein Medipack. Ach, das ist ja wie Weihnachten heute. Wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Wenn da nicht diese komischen Kreaturen die Kinder wären. Ja, ich weiß, man kann die Säcke auch mit Telekinese abmachen. Ich wusste es irgendwie. Ich hatte es im Blut. Da vorne ist noch wer. Der kommt jetzt gleich in die Ecke. Kotzer. Ah, fuck! Boah. Gerade noch so Stase reingeballert. So ein bisschen entfernt. Alter Finger, da hab ich mich gerade richtig erschreckt. Alter Norweger, alter Schwede, alter Däne. Ganz skandinavischen Länder mal abklappern eben. So krass fand ich das. Auch wenn ihr es gar nicht so krass fandet, vielleicht ich habe mich gerade ganz schön erstreckt innerlich, ohne einen Mädchenschrei abzulassen, den ihr hoffentlich niemals von mir hören werdet. Da müsst ihr irgendwie ein Let's Play von einer sehr ängstlichen weiblichen Spielerin gucken. Ich kenne leider noch keins. Vielleicht kommt da ja noch was. Wir grunzen da unten wieder. Sackgesicht da schon wieder. Okay. Ich glaube, die wollten uns irgendwas sagen. Ich weiß nur nicht, was. Ich glaube, das war... Ah, nee, das war nur der rollende Kopf, der da, glaube ich, gerade noch ein Geräusch gemacht hat. Der erstaunlich lange rollt. Also, naja. So ganz stimmen kann das ja wohl nicht. Haben wir den eigentlich schon mal? Ja, den hatten wir wohl schon. War so hässlich von denen. Das sind diese Kotzer, ey. Das sind auch richtig üble Kreaturen. So.
weiter. Und jetzt geht der Horror erst richtig los.